Die Grünen haben in dieser Woche vorgeschlagen, zunächst auf den Weiterbau von Autobahnen, auf den Bau von Lückenschlüssen zu verzichten. Ich halte das nicht nur für eine unsinnige Forderung, sondern es ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen im ländlichen Raum. Im ländlichen Raum sind die Menschen angewiesen auf ihr Auto. Sie haben keinen anderen Verkehrsträger. Sie brauchen vernünftige Straßenverbindungen. Und wie das Beispiel des noch fehlenden A1-Lückenschlusses zeigt, würden durch die durchgängige Autobahn viele Menschen in Städten und Dörfern vom Durchgangsverkehr, insbesondere vom Schwerlastverkehr, dort entlastet. Aber auch wirtschaftspolitisch ist es eine unsinnige Forderung. Wir sind ein Transitland. Wir brauchen neben anderen Verkehrsträgern eben auch die Straße, um Güter zu transportieren, um Mobilität sicherzustellen, um Staus zu vermeiden. Die Forderung ist aber nicht nur wirtschaftspolitisch, verkehrspolitisch unsinnig, sondern sie auch sehr gefährlich. In Rheinland-Pfalz regieren die Grünen mit. In Rheinland-Pfalz benötigen wir noch das Baurecht für den A1-Lückenschluss. Das Land muss dieses Baurecht schaffen. Schon unter Kurt Beck in einer rot-grünen Regierung ist 5 Jahre nichts getan worden, um den A1-Lückenschluss voranzutreiben. Im Gegenteil, er ist verzögert worden. Und jetzt ist die Regierung Dreyer mit den Grünen an Bord wieder ein Risiko für den A1-Lückenschluss. Deshalb sage ich ganz klar, dieser Vorschlag der Grünen kann nur abgelehnt werden. Der A1-Lückenschluss ist für uns unverhandelbar. Er muss kommen.